Ja, vor allem, wenn der Blitzdrache einmal schießt, dann hat er schon die Hälfte der Ausdauer verloren. Ja. Wo steckst du? Du bist nicht an der Base, Doch, ich bin oder? jetzt in der Base gerade gelandet. Okay. Irgendwo, wo ein Platz frei war. Vom Gewächshaus. Was sagt er? Er braucht noch ein paar Minütchen. Aber der ist auch gleich soweit. Ja, cool. Ich könnte jetzt die ganze Zeit mit den Tieren rumfliegen. Das macht auf jeden Fall Spaß. Ich wollte mal mit der Peggy hier mal kämpfen. Gucken, was ich da Ja, finde. tu dir keinen Zwang an. So, ich tu die noch mal eben nach oben. Zur Seite. Und ihn auch. Was? Mal drauf hier. Ich will keine jetzt Kürbisse sammeln. Der sammelt die ganze Zeit Kürbisse. Wieder Bekloppte, ist ja nicht zu fassen. So, damit die einigermaßen wieder vernünftig stehen. Was ist hier? Was machen die hier schon wieder? Terravogel hat ja auch nichts verloren. Kommt hier nicht raus, kommt hier nicht weg. Okay. Mann, 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 Mann. Bitte lass mich doch mal durch, Kinders. Können alle aufgelevelt werden, theoretisch, aber dann mache ich jetzt nicht. Aber dann was? Aber mache ich jetzt nicht, sag ich. Oh, der ist auch sehr flott mittlerweile. So, wow. Dann haben wir noch. Mach ihn hier. So, jetzt habe ich die da mal wieder alle auseinandergezogen. Ach, du stellst die gerade ein bisschen weiter nach vorne. Nö, ja, ich hätte die gedreht, aber ist eigentlich egal, wegen den Schwänzen. Ja, ne? Ich stelle die mal hier an den Rand, das ist ein bisschen. 51 Eisen haben wir jetzt. Gut. Stell ich die mal dahin. Die Gusa ist fertig. Oh, schön. Cool. Lass mich die. Mit der müssen wir noch Tiere betäuben können, ne? Du könntest mich da auch mal mitfliegen lassen, damit ich was mal zeigen kann. Ich komme sofort, ja. Ansonsten sieht das hier alles ganz gut aus. Der steht jetzt hier ganz alleine rum. Boah, macht der einen Wind. Aber macht nicht so Wind. Also, der hat auf jeden Fall den schönsten Kopf. Ja, mit der dem, ist egal, mit dem Kamm. Also, schon nice. Nice. Ja, die, so ein bisschen wie so ein großer Dilophosaurus. Ja, wie diese komischen... Spucker. Ja. Das Grün kommt auch echt schön in der Sonne. So, du meinst, damit kann man Tiere betäuben? Könnte ich mir vorstellen. Ich habe da draußen mal so ein paar Zeher angeschossen. Ich nehme mal den T-Rex davor.
Ich habe über den Kapusuchus, wer wieder heißt. Der braucht auf jeden Fall nee, ein bisschen mehr Energie. Der verteilt ja so Gift, ne? Ätzende. Ja. Säure aber. Aber der tötet nicht, komisch. Entweder ist der T-Rex verdammt stark oder der ist einfach nur schwach auf der Brust hier. Boah, da ist direkt der andere Karachosuchus, scheiße. Boah, was? Ja, das war's mal eben wieder mit alle Tiere schön hinstellen. Weißt du, das Tier ist schon längst tot und trotzdem müssen da noch ein paar T-Rex hinterherlaufen und sich den holen. Echt? Und der Kaposuchus, auf dem ich drauf saß, von dem ich runtergeschubst worden bin, der hat sich nicht ein Stück gerührt, um mir zu helfen. So, wir haben uns doch, wir wurden doch aufgelevelt, ne? Ja, also. So, damit wir schon mal so eine gewisse Grundausstattung haben. Schön, also der Giftdrache ist irgendwie so noch der Schwächste. Ob das jetzt am Level liegt oder so, weiß ich nicht. Oh, dein Drache, der ist auch am Fliegen. Jetzt hänge ich hier fest. Boah, also mit dem Wendekreis ist schon krass. Jetzt kommt auch noch der Paracea an, den ich vorhin angeschossen habe. Macht hier Stress. Und ich hänge an einem blöden Schwanz. Soll ich mal eben hier das Tor zumachen? Ich wollte den T-Rex nehmen und den fressen, aber ich komme hier nicht raus. Der hört sich an wie ein Pferd. Hier hängt alles fest. Hier ist noch ein Morello zwischen. Ja, der Capro, der hört sich an wie ein Pferd, wenn du läufst. Okay, ich wollte eigentlich mal mit dem raus. Ich hab's nicht mal vor die Tür geschafft mit dem. Ja, der Morello hier dazwischen, den will ich am liebsten mal irgendwie killen, aber ich trau mich nicht. Mit so einem T-Rex ein paar Mal reinbeißen. Ja, dann gehen aber alle anderen Tiere auch drauf, ne? Nein, ich glaub nicht. Okay. Ist auch sofort platt. Ein Biss war der platt. Ja, das habe ich mir nämlich gedacht. Wie läuft ein Mantisboss vor der Tür rum? Na gut. Ja, bitte? Ich hing fest, jetzt geht's wieder. So, Black Beauties. Ah, das gibt's doch nicht. Irgendwo ist auch schon wieder ein Vogel abgehauen, ne? Irgendwo müsste hier noch ein Vogel rumstehen von uns, oder... Wir sollten die mal, glaube ich, alle auf Passiv stellen, ne? Die Vögel, ne? Ja, grundsätzlich mal alle Tiere und dann... Aber gut, ich wollte jetzt auch nicht die Zeit noch verbringen, damit hier die ganze Zeit die Tiere umzustellen. Ja. Lass mal das mal. Ich sollte einfach vorsichtiger sein. Mach mal den jetzt. Ja, irgendwo fehlt hier jetzt ein Vogel. Keine Ahnung, wo der hin ist. Mal eben, ob ich den hier draußen sehe. Vöglein, Vöglein an der Wand. Oder so. Ah ja, hier sitzt er. Ja.
komme ich hier durch? Komme ich hier irgendwie durch? Sagen Sie, kommen Sie hier durch? Jetzt hänge ich im Drachen fest. Welchen? In der Medusa. Ach, jetzt geht's. Wenn ich absteige, dann geht's. Na toll. Boah, hier ist überhaupt kein Durchkommen mehr. Du musst ducken. Ja. Du musst dich ducken. Können. Gut. Was machen wir denn jetzt noch? Was wollten wir jetzt noch machen? Wir wollten eigentlich nochmal runter in diese Schlucht, ne? Ach ja, genau. In die Kirche. Ja, oder wollten wir einmal mit den Drachen um die Insel fliegen? Ich hab dich nur die Hälfte verstanden. Mit den Drachen einmal um die Karte fliegen. Um die komplette Karte fliegen, das wäre auch mal eine Idee. Für die Zuschauer habe ich schon gerade sagen, ach Mensch. Was? Ja gut. Einige wollten mir schon gerne die Höhle sehen. Weiß ich nicht. Gut, dann gehen wir halt in die Höhle. Was brauchen wir denn? Wir brauchen eigentlich nur Waffen. Diesmal nehme ich ein bisschen mehr mit an Speeren. Und wir brauchten die Haken. Haben wir die noch? Hier, du kannst dir noch einen zweiten Metallspeer nehmen. Der ist hier noch in der Waffen-Dings drin. Im Waffenschrank. In dem Lilan. Hast du noch eine Feldflasche? Nein. Kannst du eine machen? Kann ich vielleicht auch, Kann ich eine machen, ja. Hallo? Achso, hier. Ist in Mache. Ist im Fabrikator. Okay. Gut, dann würde ich sagen, nehme ich mir mal eine Knarre. Einfach mal, damit wir was zeigen können. Du kannst dir auch ein Maschinengewehr nehmen, wenn du willst. Ich mache aber mal eben noch eine Fackel. Oder haben wir Fackeln? Fackeln müssten da auch noch drin sein. Ach, die ist gar nicht dafür. Wir haben für das Gewehr haben wir auch noch Munition, ne? Für das normale Gewehr. Du meinst normale Munition? Ja. Ach, damit könnte man eigentlich Betäubungspfeile machen wieder. Haha. Ja, braucht man aber zweimal Eisen. Betäubung. Lieber irgendwie was Wichtigeres. Ja, du kannst doch eine Panzerfaust nehmen oder keine Ahnung. Ich nehme das MG mit, einfach nur um das nochmal zu zeigen, vielleicht auch. Und sonst ist. Was hatte ich denn hier noch? Ach ja, da hatte ich das Gewehr drauf, glaube ich. Was habe ich jetzt dafür abgemacht? Den Spiegel hätte ich auch noch gern gesehen im Spiel. Den Spiegel, ja. Dafür braucht man auch gar nicht viel. Noch 50 Metallbahnen. Gut. Sollen wir mal? Hast du dir hier noch so eine zweite Pike genommen? Weil die gehen so schnell kaputt bei den Tieren. Wir können ja einen Spiegel machen. Ach so, siehst du, wir brauchen noch Enterhaken. Dann hole ich mal das Eisen. Ich dachte, du hättest welche gemacht. Ich habe die noch nicht mal gelernt, glaube ich. Ich habe die gelernt. Soll ich die machen? Ja, mach mal. Ich brauche Steinpfeile, ganz normal. Kannst du welche in die Werkbank tun? Ja. Wie viel brauchst du? Ich hole eben welche. Die müssten unten. Die sind keine, ne? Doch, hier sind. In dem Waffenschrank müssten welche noch drin sein. Man braucht 3 Pfeile pro. 3 kann ich herstellen nur. Warum das denn? Was fehlt denn dann? Elektroschocker nehme ich auch mit. Metallbahnen fehlen. 9 Metallbahnen braucht man pro Haken. 3 Stück, das ist natürlich ein bisschen mager. Was sagt denn hier der Fabrikator in Sachen Metall? Noch 50 Metall drin, nö. Hier sind auch noch solche. Wie viel Haken soll jeder bekommen? Einen. Reicht doch, oder? Lieber 2. Wir müssen ja auch wieder hochkommen. Ach so. Eigentlich würde ich sagen, jeder 3. Ja. Ja. Eisen ist ein Mache, jeder 3 Stück. Okay. Und er ist später auf die Armbrust stecken. Ja, ich nehme noch eine zweite Armbrust mit, glaube ich. Zweiter Fall, zweite Pike. Wie schnell ging deine kaputt? Schnell. Zumindest bei diesen Shiti-Tausendfüßlern gingen die sofort kaputt.
Da ist noch eine zweite Pike im Waffenschrank, in dem Lilan. Ich nehme mir das Schwert mit von meinem Getier. Mach mal. Von der Peggy. Peggy, gib mal her. Hast du dir, auf, damit rumzuspielen. Hast du dir noch eine zweite Armbrust gemacht, wo du die Dinger drauf steckst? Ich schon. Das ist auch eine gute Idee. Ja, finde ich, fand ich auch. So. Du hast jetzt keine zweite hergestellt, ich mach mal, ne? Ja, ich habe eine nur jetzt hergestellt. Dann fülle ich mal eben. Womit fliegen wir denn darüber? Mit den Drachen? Nee, die haben zu wenig Energie. So, mit einem T-Rex hinlaufen oder so. T-Rex hinlaufen. Ich glaube, das ist die beste Idee. Oder ein Steingolem oder. Nee, Steingolem ist zu langsam. Der T-Rex müsste noch gut Gas geben. Ja, oder einfach mit dem Tappi. Du kannst oben auf dem Dach auch landen, ne? Genau. Allerdings. Da muss ich dich verteidigen können. Wir nehmen den Thor. Der hat am meisten Energie, glaube ich. Oder? Hat er gar nicht. Nee, wir können T-Rex nehmen. Ach, ist mir eigentlich egal. Komm, wir nehmen den Tor. Wo steckst du? Ich komme sofort. Es wird dunkel. Ich nehme noch ein bisschen Fleisch mit. Dann müssen wir auch mal wieder neues braten. Ja. 30 kann man stacken. Okay. Meine Feldflasche ist noch leer. Aber das können wir schnell machen, wenn wir. Was wolltest du nehmen? Fliegen, ne? Ich hab mir gerade. Wie wär's mit dem Bett? Ein Bett. Kann man vielleicht nicht stellen, aber wäre interessant. Können wir da auftauchen? Wir können gucken, ob da ein neues Artefakt da ist. Mm. Naja, komm, wir fliegen. Quatsch. Komm drauf. Ach da, Tor. Bin drauf. So, achso, ich muss noch mal am Wasser zurück. Ich muss meine Feldflasche noch füllen. Hätte ich natürlich jetzt auch am Wasser. Ja, ich glaube, so lange sind wir da jetzt nicht drin, aber gut. Wir haben es nicht vor, aber genau, nicht direkt da vorne. Genau, weil der Krokodok wieder ist. Der schnappt gefährlich okay, zu. Go. Kennst du den Krokodok? Ja, schubst einen vor. Das ist vor allen Dingen der zu, ein Runterschubst. Nieser. Ja. Ja, ich weiß, wie du meinst. Wir müssen nach links. Ja, so sind sie. Der Krokodok. Ich lande hier. So, dann sage ich ihm hier, der ist passiv, den setze ich mal auf neutral geht nicht. Ich möchte ihn jetzt nicht sofort auf. Das war so klar. Ach, leck mich doch am Fuß. Was hast du gemacht? Ja, es ging. Die andere Rubrik genommen. Nee, es ging nicht auf neutral, also musste ich ihn erstmal auf Aggro setzen. Jetzt kann ich neutral stellen. Und er ist direkt weggeflogen. Ja, das schaltet sich so durch. Der ist dann quasi neutral, aber steht dann da nicht. Was weißt du, oder ja. Nee, jetzt ist er auf neutral. Und jetzt kannst du nur nicht landen. Alter, das ist doch nicht zu fassen. So. Aggressionslevel neutral, alles klar. Gut, jetzt wird es gleich wieder ruckeln. Was echt blöd ist, ich sehe meine Energie nicht. Verstehe ich nicht. Wenn ich jetzt rein und rausgehe. Also ich habe unten keine Energieanzeige mehr. Okay. Muss jetzt ohne gehen. Komm rein. Und jetzt hängt er. Zack. Okay. Ruckelt sich ein zurecht. Ja, komm mal zurück, wenn du kannst. Weil? Ich mich nicht bewegen kann. Ich werde normalerweise zu dir gesippt. Ich kann mich nicht bewegen. Komm mal her. Du bist doch drin. Renn doch nicht weg. Nein, komm zu mir, bitte. Also raus vor die Tür, wenn du mich irgendwie doppelt siehst. Jetzt kann ich mich bewegen und jetzt gehen wir gemeinsam. Jetzt kann ich mich wieder nicht bewegen. Lauf du mal vor. Geht nicht, du stehst im Weg. Ich stehe im Weg. Dann gehen wir zurück, dann gehen wir wieder raus. Jetzt sind wir drin. Boah, meine ist das ein Ruckel gewesen. Ja, es ist hier ein bisschen buggy, du. Okay, kann ich schon wieder nicht weiter?
Geh du mal vor. Ey, was ist denn hier los? Normal ducken hätte gereicht. So. Ich sehe eh wieder nichts von dir, weil du unsichtbar bist. Mach nochmal hier das Oberteil. Ja. Okay. Wir wagen uns nochmal vor in die Höhle des Löwen. Mal gucken, was uns erwartet. Ich schnapp uns das Artefakt und dann gehen wir aber wieder raus. Ne? Ich wollte jetzt hier keine. Jo. Wenn wir denn da hinkommen. Oh, was war das? Oh, ein Golem, Steingolem. Was? Was? Oder mehrere. Komm, renn weiter. Renn runter. Wo rennst du hoch? Ja, ja. Ich renn runter. Ja, super, ey. Ja. Ich wusste nicht, wo der auftaucht und jetzt muss ich gerade mal warten. Andere Richtung, nicht da runterspringen. Ich weiß, aber ich muss dem Golem ausweichen. Jetzt komme ich. Boah, jetzt komme ich. Das gibt's doch nicht. Oh, hier ist irgendwas, eine Fledermaus. Cool. Egal, weiter, ne? Cool, die habe ich noch gar nicht gesehen. Die kommen ja weg. Ich soll mich jetzt nicht anschlagen. Oh, doch, du hast ein Maschinengewehr dabei. Ey, sind die neu, sag mal? Nö, die sind schon alt. Okay. Du kannst auch tamen und reiten, soweit ich weiß. Ach, schön, 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 schön. Hab ich zum ersten Mal gesehen. Schön, 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 schön. Okay, wo gehen wir denn lang? Ich glaube, wir gehen jetzt mal hier lang. Vielleicht kommen wir nämlich da runter. Boah, ich muss mal ganz kurz meinen Trackman reinigen. Die Maus, die leckt voll ein bisschen. Bleib mal vielleicht kurz stehen bei mir. Ja, hier ist Obsidian. Ich höre hier Geräusche. Ja. Kommt irgendwas? Von Hört's oben, eine Fledermaus. Ich muss mal eben meine Maus reinigen. Ja, hau mal rein. Das hier sieht aus wie Obsidian. So, bin wieder dabei. Okay. Da oben fliegt. Sind zwei Fledermäuse. Ja, ja, sehe ich. Im Stein festgemacht. Mhm. Oh, Mantis. Was hier unten? Da ist noch ein Mantis in der Stein, in der Wand gebackt, aber wir können einfach weiter. Okay. Sag mal, sind wir überhaupt richtig? Schlangen? Wie Schlangen? Ist die Schlangen? Nee, doch, die siehst du. Ja klar, sehe ich die Schlangen. Waren die vorher auch da? Nein, ja, es waren vorher noch Schlangen da. Es waren vorhin auch Schlangen da. Die gehen zum Glück recht einfach. Hier ist eine Tür. Geht aber nicht auf. Oh, was war das denn? Mantis um die Ecke. Zwei. Oh, der Stab hält aber. Ja, bei denen schon. Wie gesagt, bei den Tausendfüßlern würde ich ihn, glaube ich, nicht benutzen. Oh, was war denn das denn hier? Ach, auch Mantis. Also den Tausendfüßler willst du lieber erschießen? Den will ich lieber da lassen, solange er uns nicht angreift. Was haben wir denn da noch? Ein schwebender Stein. Oh, jetzt geht er nach unten. Oh nein. Doch, die kommen. Das ist ein Golem. Das ist ein Golem? Kannst du den mal abschießen? Oder sollen wir die mit dem Stab? Oder ich überhaupt peilen? Aber... What the heck? Oh, entschuldige bitte, ich hab die angeschossen. Ja, das ist genau für die Flinte gehandt. Aus Versehen. Jo. Keine Munition mehr. Und was haben die mir kaputt gemacht? Ach Gott, meine gesamte Rüstung ist kaputt. Wow, der Steingolem, du hast recht gehabt. Vielleicht sollen wir mal kurz weg. Meine gesamte Rüstung. Einmal hoch. Okay. Was sind das für üble Tausendfüßler? Einmal berührt, gesamte Rüstung platt. Steingolem kommt immer noch. Da müssen wir gleich an dem vorbeirennen oder was? Ja, mach mal. Vorhin war doch gar nicht so viel Viecher. Nee, los. Vorbei. Ja, okay. Hat sich klein gemacht. Ich weiß nicht, wo wir vorbei müssen. Rechts rum, weil links steht er. Es sind mehrere, oder? Ja. Fuck. Ich springe hier gerade lang, ne? Guck mal. Ich auch. Ich bin bei dir. Und die fallen da runter.
Und der andere versteckt sich. Okay. Solange es hier nichts runterschubst, wo sprichst schauen du wir denn uns hin? Mal um. Oh, da ist erstmal gar nichts. Man könnte hier immer weiter springen, aber. Ja, ich weiß nicht. Wir wollten ja da unten an das Ding dran. Meinst du, das ist schon das Artefakt, wenn da schon, wenn es da noch weitergeht? Ich habe keine Ahnung. Soll ich da mal vorrennen, versuchen, hier einen Jumper zu machen? Ist ja aber zu schade, wenn ich da runterfalle. Dann lieber schon mal die Armbrust zücken. Ne, hier kann man nicht springen. Hier kann man nicht weiterspringen. Das geht nicht. Umgekehrt schon, aber nicht, du kannst von dort zurückkommen. Das heißt, man würde dann. Das heißt, wir kommen jetzt hier auch nicht mehr zurück. Komisch. Doch, ich bin hier doch auch. Ne, ich bin gar nicht so weit gesprungen. Nee, es sieht sehr weit aus. Ich schieße mich an die Decke. Und da. Lass mich ab zu dem Dingen da unten. Oha. Okay, ja, mach mal, versuch mal. Jetzt wird's lustig. Was war nochmal ablösen? Also das Abmachen, dass ich nicht aus Versehen drücke. Auf jeden Fall keine der Maustasten, ich weiß es nicht mehr. Krass, der Steingolem ist runtergefallen und liegt da unten tot. Kommst du runter? Ich gehe runter, ja, aber ich sehe das Artefakt nicht mehr. Vielleicht war das gar nicht so ein Artefakt, was man... Ich kann mich auch schwingen, ist alles gut. Also ich kann, ich weiß nicht, wie weit ich runter kann. Aber hier ist nichts, was ich holen könnte. Was ist denn jetzt passiert? Ich bin einfach gestorben. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Das ist zu tief anscheinend. Ja, ich... Man kann nicht so tief runter. Das, was wir vorhin gesehen haben, war irgendwas anderes. Okay. Wenn ich jetzt mich irgendwo spawne, bin ich ja direkt wieder bei dir. Bleib mal da. Meinst du? Aber dann hast du nichts mehr an einem Mann. Ist egal, aber es passiert ja eh. Dann kann ich mich wieder sterben lassen und ein bisschen rumgucken, testen, ob ich springen kann. Ja, gut. Hallo. Na, schöne Frau. Sie sind aber sehr nackt. Du sagst gar nichts mehr, was ist los? Ich bin ja, weiß ich nicht, ich muss erstmal, boah, wie sah das denn aus? Das ist alles, das hat sich erstmal so engine-mäßig aufgebaut. Ich hätte dir mal meine Klamotten geben können. Gucken, ob du da drüber springen kannst. Ja. Aber mach du es noch nicht, warte. Oh, okay. Zu spät. Wäre ich mir schon mal vorgelaufen, um zu gucken. Okay, hier kannst du überall langlaufen. Ist, oh, kein Loch, aber hier sind Viecher. Die kann ich natürlich nicht töten, weil ich nicht eine Waffe dabei habe. Okay. Solange da keine Käfer sind, ist das so gut. Uiuiui, was kommt denn da alles an? Oh, jetzt ist aber hier. XP-Tag. Mit okay. Dem Gizmo auf der Schulter. Ach, der ist auch noch da, ja gut. Ich laufe mal vor. Da sind noch mehr Schlangen. Die sieht besser aus, hier sind nur zwei Schlangen. Die schon kommen. Siehst du sie? Ja, ja. Die nächste kommt auch. Kommt schon freiwillig ab. Aber die Fledermäuse sehen uns noch nicht. Lieber zu hier lang. Können. Irgendwas? Ne, hier kommt noch nirgendwo rein, ne? Muss irgendwas sein. Oh, da kommen Viecher. Boah, ist hier voll. Was ist denn hier los, ey? Ausverkauf oder was? Was gibt's denn hier umsonst, sag mal? Du bist der Einzige mit einer Pike. Nein, Steingolem. Oh ja. Und das, da ist das Artefakt-Dingen. Wo? Ich lenke den Steingolem ab. Du gehst links entlang. Oh, oh nein, ich fall runter. Ich fall hier runter, die Klippen. Aber ich bin am Artefakt. Aber das ist doch assi. Dann lasse ich mich an dem mit dem Enterhaken ab und sterb dann, weil ich zu tief bin. Das hätten sie auch einfach irgendwie begrenzen können, dass es nicht weitergeht. Soll ich warten? Willst du kommen? Ich würde gerne wieder kommen, ja. Das heißt, ja, doch warten. Okay. Ich spawn mal im alten Bett. So, ist das wirklich das Artefakt? Steht da irgendwas? Was war denn da drin? Artefaktbehälter. Ich hab's noch nicht geöffnet. Ich warte auf dich hier. Ach so. Ja, doch, kannst du ruhig machen. Guck mal rein. Gut. Obwohl, ich weiß nicht, ob es XP gibt. Sonst warte ich doch noch. Alter, was ist das denn? Was ist das? Verbranntes Schwert-Skin. Sieht aus wie Excalibur. Wolltest du auch mal reingucken? Guck mal rein. Ich seh's. Kann nur ein Organ. Oh. Hast du beides? Ich habe beides rausgenommen, ja.
Weil da steht, man kann nur einer kann das tragen oder so bei dem anderen Ding. Ja, das eine ist. Oh, ich fröstel. Das eine ist das Artefakt und das andere ist halt so ein Skin. Die Sache ist, jetzt muss ich hier lieber lebend rauskommen. Ich laufe mal hier vor. Ich könnte auch alle Viecher ablenken irgendwie. Ich laufe mal hier hoch. Geht's denn da sagt hoch? Ihr, ob es oben rausgeht. Ja, versuch mal ein Glück.